Mein Name ist Erik und ich zeige euch heute, wie man einen Coleslaw herstellt. Wir brauchen dazu einen Weißkohl, Rotkohl, wir brauchen Möhren, Zwiebeln, Mayonnaise, wir brauchen Sahne, ein bisschen Rohrzucker, Selleriesamen und ein bisschen Weißweinessig. Ich fange jetzt mal an mit dem Weißkohl. Wir halbieren den. Wichtig ist hier, dass wir den Strunk rausschneiden. Die äußeren Blätter, wenn die jetzt schmutzig sind, dann machen wir die ab. Die sehen gut aus. Allerdings diese groben Strunke, also diese Fasern, die schneiden wir jetzt raus. Die sind immer meistens sehr holzig. Und dann können wir den schon in Streifen schneiden. Dann kommen wir zum Rotkohl. Ist eigentlich genau dasselbe Spiel wie beim Weißkohl. Also beim Originalrezept kommt eigentlich kein Rotkohl rein. Wir machen den immer rein, weil es von der Farbe her sehr gut aussieht. So, was fällt noch? Habt ihr aufgepasst? Genau, die Möhre. Und zwar schälen wir die. So, wir schneiden vorne und hinten das ab. Müssen wir da jetzt Streifen schneiden. Genau, sinnvoll ist es immer, wenn ihr euch erstmal ein Stückchen von der Möhre abschneidet. So habt ihr eine gerade Fläche. Und dann könnt ihr das auf das Arbeitsbrett legen. Dann habt ihr einen sicheren Stand und schneidet euch nicht in die Finger, um die dann anschließend in Streifen zu verarbeiten. Dann machen wir noch die Zwiebel. Die schälen wir einmal. Die können wir jetzt in Streifen schneiden und auch in Würfel. Wenn ihr Zwiebeln in Würfel schneiden wollt, halbiert die einfach und dann schneidet ihr die ein, aber nicht ganz durchschneiden. Einfach in solche Fächer, sodass eine schöne Fächerzwiebel hat. Die wird nochmal von der Seite eingeschnitten und dann können wir da einfach Würfel runterschneiden. So, wenn ihr jetzt alle Zutaten in Streifen geschnitten habt, dann werden wir das einmal salzen. Das ist ganz wichtig, dass wir das am Anfang salzen. Warum? Normalerweise bereiten wir einen Coleslaw immer ein paar Stunden vorher zu, also am besten am Vortag, sodass der Salat gut durchziehen kann. Wenn man jetzt nicht die Zeit dazu hat, dann salzt man den Salat und man knetet ihn ordentlich durch, damit die Strukturen des Salats aufgebrochen werden und das Salz einbringen kann. Und so umgeht man diese Zeit des Ziehens, des Ziehenlassens. Dann kommt noch Mayonnaise rein. Wir machen ein bisschen Sahne mit rein. Hier mal Rohrzucker. Und bei Coleslaw, allgemein bei Krautsalaten, wir machen immer Selleriesamen rein. Das sorgt nochmal für einen schönen, abgerundeten Geschmack. Jetzt fehlt uns noch der Essig. Da könnt ihr ganz normalen Essig nehmen, also Weißweinessig oder Balsamico-Essig. Wichtig ist, dass er hell ist und da wird das nochmal untergehoben. Und fertig ist euer Coleslaw-Salat.